Moin allerseits und willkommen zurück zu Undertale und ich will mal kurz wen anrufen. Nochmal kurz Doriel versuchen? Ich glaube, die will nicht. Menno. Geht er immer noch nicht ran? Na gut, dann rufe ich mal... Dimensionsbox? Ach, das sind die Kisten. Warte mal, ich habe zwei Kisten? Cool. Das ist ja nice. Kann ich ja schön einfach auf die Kisten zugreifen. Ich ruf mal da an, mal gucken, was die so sagen. Was? Die Königsgarde blockiert den Weg? Sage ihnen das. Naja, lieber nicht. Ich habe ihnen schon befohlen, dich zu suchen und zu vernichten. Und ich kann ihnen nicht sagen, dass sich meine Meinung geändert hat. Weißt du, Alphys hat mir diese Animation gezeigt. Über, Menschen? Damit ich ihre Schwächen lernen kann? Und eine geht über Menschen, die... Naja, was ich sagen will, ist, sie können Gedanken kontrollieren. Überrascht? Ich kenne eure versteckten Kräfte. Wie auch immer, ich habe meinen Leuten erzählt, dass ich unter Kontrolle stehe, wenn ich einen Menschen verteidige. Und alles zu missachten, was ich ihnen sage. Tut mir leid, aber mir sind die Hände gebunden. Übrigens ist diese Animation echt gut. Okay, das mit diesem Missachten habe ich jetzt gerade nicht so richtig irgendwie lesen können, den Satz. Beziehungsweise doch, ich habe ihn lesen können, aber schon. Ich habe ihn nicht verstanden. Wo geht's denn? Wer bist du denn für einer? Tralala, ich bin der Flussmann. Oder die Flussfrau? Es ist nicht weiter wichtig. Ich liebe es, mit dem Boot zu fahren. Möchtest du mitfahren? Ach so, das geht dann dahin zurück, ne? Dann vielleicht ein anderes Mal. Oder auch nicht. Es ist nicht weiter wichtig. Echo! Da hinten irgendwo in Waterfall, da gab es ja auch so einen Ort, der hier genauso aussah. Naja, ohne diese komische rote Brücke da. Okay. Warum ist eigentlich Undyne ans Telefon gegangen und nicht Papyrus? Hat die Papyrus mal eben zusammengeschlagen? Kann ich mir vorstellen. Wo ist denn Alphys? Alphys? Oder Alphys? Wie spricht man deinen Namen aus? Wo bist du? Hallo, 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 hallo. Okay, keiner hier. Wo ist die abgeblieben? Oder er? Ich bin verwirrt. Weil Undyne hat gesagt, einmal er, dann einmal sie. Was? Alphys aktuellste Statusmeldung. Ich konnte Undyne nicht gegen den Menschen kämpfen sehen. Sie ist sowieso unbesiegbar. Ich frage sie einfach später. Alter. Jetzt rufe ich den Menschen an und werde ihm helfen. Aha, ich hab was auf dem Auge. Mach mal später. Ich muss sie nämlich gerade nicht, kann gar nichts sehen und so und na, ruf mich an. Ach so, links. Was? Mitten auf dem Band? Was? Vulcan zieht umher. Was bist du denn für ein Ding? Glaubt irrtümlich, seine Lava könne Menschen heilen. Initiative hilft beim Ausweichen. Ich dachte, du bist ein Vulkan. Warum hast du hier plötzlich eine Blitzwolke? Vulcan macht einen Ring aus Rauch und springt um ihn hindurch. Schön. Aufheitern, kritisieren. Du sagst Vulcan, dass seine Attacken nicht hilfreich sind. Nicht helfen? Okay. Vulcan steht in der Ecke. Du sagst Vulcan, es leistet tolle Arbeit. Seine Attacken werden extrem. Gebe mein Bestes. Okay, das geht ja noch. Vulcan stolziert um dich herum. Okay, dann sage ich jetzt mal Tschüss. Tschüssikowski, Lavabirne. Ich muss woanders hin. Ich hab, ja. Doch, Alphys. Ich ruf ihn in einer Minute an. Okay. Das geht fix. So schön schnell. Nette Musik.
Das zischende Geräusch von Dampf, es erfüllt dich mit Entschlossenheit. Dieses Geräusch allerdings nicht. Ich will das nicht machen. Roffelmau, what? Okay, da geht's nicht. Oh, Menno. What? Sundere Plane ist im Weg, aber nicht mit Absicht. Was ist das denn? Ein Flugzeug mit Perücke? Scheint gemein, aber mag es dich insgeheim? Niemals sollte ich dich mögen? Okay, was ist das denn? Ja, klar, was mit Bomben hier auch noch? Riecht wie die Parfümabteilung von einem Flughafen. Du näherst dich zu unserem Plane, kommst aber nicht zu nah. Mensch? Okay. Riecht immer noch wie die Parfümabteilung. Okay, ich hab's jetzt irgendwie. Okay, ich hab. Bye bye. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich hab was gemacht. links oder rechts? Ich geh mal nach links. Oh Mensch, Elfes. OMG, ich hatte meine Hand für 5 Minuten auf der Taste. OMG, ich werde es jetzt gleich machen. Ich werde anrufen. Mach mal. Oh. Klick, was? Aufgelegt, bevor du die Chance hattest zu antworten. Super. Ah, wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn? Ach naja, ich muss dann wieder. Naja, egal, dann gehe ich halt hier lang. Hallo? Also, die blauen Laser. Ich meine, hier Elvis. Hi. Die blauen Laser werden dir nichts tun, wenn du nicht. Wenn du dich nicht bewegst. Orange, du musst dich bewegen und sie. Sie werden nicht. Geh durch solche durch. Tschüss. Okay, cool. OMG, ich hab es getan! Habe nicht mehr so gezittert, seit Undyne mich wegen dem Wetter angerufen hat. Okay. Wartet. Hier unten gibt es kein Wetter. Warum rief sie an? Ja, Ach so, ja, Blau war stehen bleiben, genau. Ach, Dreck! Na komm, komm, komm. Weg mit dir. Drücken? Klar. Die Laser wurden deaktiviert, nice. Oh, Elvis. Oh mein Gott, ich vergaß ihm zu sagen, wo es hingeht. Lass mich raten, ruf's mich gleich an. Hier ein süßes Bild von mir, gerade aufgenommen. Es ist ein Foto eines Mülleimers mit verschiedenen pinken Glitzerfiltern. Du bist ein Mülleimer, Elfes? Was? Och, Mensch. Hier ist Elfes. Da das nördliche Tor wird verschlossen bleiben, bis du das Puzzle links und rechts gelöst hast. Ich denke, du solltest erst nach rechts gehen? Ne, ich gehe nach links. Hör nicht auf dich! Elfes, hier. Dieser blaue Laser scheint unüberwindbar zu sein. Aber als königliche Forscherin habe ich manches Ass im Ärmel. Ich hacke mich in die Hotland-Laser-Datenbank und schalte sie aus. Cool, danke. Danke. Warum habt ihr so komische Schulmädchenuniformen an? Wir waren am Rumhängen, als auf einmal ein Haufen Fallen aus dem Nichts reaktiviert wurden. Das ist ein großes Problem. Es ist klasse. Die Schule muss deswegen ausfallen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Laser weg, wie du siehst. Endlich, jemand hat den Laser abgeschaltet. Nun, nachdem wir frei sind, können wir nun, ich denke, wir bleiben hier stehen.
Okay, du bist nicht zufälligerweise die Tochter oder der Sohn oder hier von Grilby? Weil du bist auch so flammig. Was ist denn das für ein Ding? Zerschieße das Schiff, bewege die Kisten, um die Mission abzuschließen. Okay. Okay. War ja easy. Danke. Na, Pfeil nach rechts, genau. Tja. Was seid denn ihr für welche? Mensch, Elfes! Ich lösche deinen Kontakt gleich. Ob es wohl unlustig wäre, wenn ich das Rätsel erklären würde? Keine Ahnung. Der Weg zur Arbeit ist versperrt, also hatte ich Zeit, die Show von Metaton anzusehen. Die Spezialeffekte waren wieder grandios. Der Mensch sah total echt aus. Ja, guck mal hinter dich. Metaton? Tja, er ist der beliebteste Star hier im Untergrund. Sein Fanclub hat mindestens 3 Dutzend Mitglieder. Wow. Was bist du denn? Bist du einfach nur ein Kopf? Ja, du bist einfach nur ein Kopf. Die Tür, die weiterführt, ist verschlossen. Also versuche ich das Rätsel. Aber mir ist die mit Munition ausgegangen und ich musste immer wieder neu anfangen. Und meine beiden Assistenten wollen nicht helfen. Es ist, als wollten sie nicht mal arbeiten. Mann, heute habe ich irgendwie ein Problem mit dem Lesen, ohne Witz. Ach so, ja genau, das ist wieder dasselbe. Also war einfach. Aber bei dem Rätsel hast du ein Problem? Weiß ich ja gar nicht, wie ich versucht habe zu lösen. Du willst wahrscheinlich selber noch nicht mal bearbeiten gehen. Und das als Chef. Unten war noch ein Weg, oder? Weil ich komme hier gerade irgendwo hin, wo es anders ist. Oh, Elfes. Wie auch immer, ich werde es einfach erklären. Sie ruft gleich wieder an. Oh. Ich denke, hey, wegen den Rätseln links und rechts. Sie sind ein bisschen schwer zu erklären, aber du hast sie bereits gelöst? Fantastisch! Und ich meine, du hast eine Kamera. Huch, was ist denn das für ein Boden? Hey, es ist ziemlich dunkel da drin, oder? Keine Sorge. Ich hacke mich in das Beleuchtungssystem und schalte das Licht an. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh nein. Oh nee. Oh ja. Willkommen, Freunde, zur ersten Untergrundkochshow. Kochen mit dem Killerroboter? Was? Heizt eure Öfen vor, denn wir haben ein spezielles Rezept heute im Aufgebot. Wir werden zusammen einen Kuchen machen. Mein liebreizender Assistent hier wird die nötigen Zutaten sammeln. Einen großen Applaus bitte. Wir brauchen Zucker, Milch und Eier. Fang an, Schnucki. Wie hast du mich gerade genannt? Was soll ich nochmal holen? Milch? Du hast die Milch gefunden. Wow. Jo, da habe ich den ganzen Kram. Jo, und ich, was kann ich jetzt nochmal? Ich guck mal hier. Milch? Eier? Im Kühlschrank? Auf keinen Fall, Schnucki. Sie würden kalt werden. Okay, das ist interessant, dass ich da nicht raus kann. Das ist, ja, schön. Eine Entity mag Mikrowelle. Der Ursprung der Entity-Herausforderung. Stelle dein Essen herein und stelle sie für 5 Minuten auf hoch. Wenn dein Essen noch erkennbar ist, verdoppelt sich dein Ersatz. Einsatz. Oh ja. NTT-Öfen erreichen Temperaturen bis zu 9000 Grad Celsius. Rösten, toasten, brennen, verkohlen. Du bist aufgeregt, nicht wahr, Schnucki?
Nein. Kann ich den Lappen da haben oder ist das ein Schwamm oder ist das ein Stück Kuchen? So, da hast du deinen Klamotten. Perfekt. Toll gemacht. Wundervoll. Wir haben alle Zutaten, die wir brauchen, um den Kuchen zu backen. Milch, Zucker, Eier. Und ich habe ständig was im Auge, was echt nervig ist. Jetzt fliegt hier auch eine dämliche Fliege auch noch rum. So, hoffentlich ist es jetzt besser. Oh, warte, einen kurzen Augenblick. Wie konnte ich das vergessen? Wir brauchen noch die wichtigste Zutat. Eine Kettensäge? Eine menschliche Seele. Ich muss weg. Ich kann mich nicht bewegen. Was? Elfes? Hallo? Ich bin eigentlich gerade etwas beschäftigt. Warte eine Sekunde. Könntest du nicht eine Zutat im Rezept austauschen? Austauschen? Du meinst eine andere, nicht menschliche Zutat verwenden? Warum? Was, wenn jemand vegan ist? Vegan? Okay. Das ist eine brillante Idee, Elfes. Tatsächlich ergab sich nun eine weitere Option hier. NPT immer geeigneter Mensch-Seele-Geschmack-Ersatz. Eine Dose davon ist dort hinten auf der Theke. Schön. Warum ist sie da hinten? Nun, Liebling, warum holst du sie nicht? Weil du mich fragst und ich dir absolut nicht traue, du Killermaschine. Kann ich nicht einfach vorbei latschen? Okay. Nebenbei gesagt, unsere Sendung folgt einem strikten Plan. Wenn du die Dose nicht in der nächsten Minute holen kannst, halten wir uns wieder an das erste Rezept. Also, fang besser an zu klettern, Schnucki. Super. Oh nein, es ist nicht genug Zeit, um dort hochzuklettern. Glücklicherweise habe ich vielleicht einen Plan. Beim Aufrüsten deines Handys habe ich Funktionen hinzugefügt. Siehst du den großen Knopf, auf dem Jetpack steht? Da steht Jetpack, was? Pass auf! Okay. Hier! Du solltest gerade genug Benzin haben, um die Spitze zu erreichen. Jetzt hoch mit dir! Okay. Cool. Okay. Was liegt denn darunter? Sind das Eier oder sind das irgendwelche Teebeutel? Wo sehe ich überhaupt, wie weit ich bin und so der. Ach so, da oben, Ziel. Das ist ein komischer Nebel hier in Ruhe. Ich habe ja so viele Klamotten, die du hier durch die Gegend wirfst, da kannst du am Ende kein. Kuchen backen. Metaton, hör auf damit! Andere Monster müssen hungern wegen dir! Da, meine Pizza. Hört, hört. Sieht so aus, als ob du mich geschlagen hättest. Aber nur, weil du die Hilfe von der brillanten Dr. Elfes hattest. Oh, ich hasse es daran zu denken, was ohne sie mit dir passiert wäre. Nun, adios. Oh ja, wegen der Änderung. Hast du noch nie zuvor eine Kochshow gesehen? Ich hatte den Kuchen schon lange vorher gebacken, also vergiss es. Okay. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Tolle Arbeit, Team. Nun, egal. Lass uns weitermachen. Team? Sag mal, ich komme mir gerade irgendwie vor, als... Bin ich hier in irgendeinem Theaterstück oder was? Oh, wieder Speicherpunkt. Ein ominöses Gebäude ragt aus der Distanz hervor. Ist mit Erschlossenheit erfüllt. Hm? Kernaussicht? Oh Mensch, Elvis, halt doch mal endlich die Klappe. Siehst du das Gebäude dort hinten? Das ist der Chor. Die Quelle der Energie für den Untergrund. Es verarbeitet Erdwärme in magische Elektrizität mit
Egal, da müssen wir jedenfalls hin. Im Chor ist ein Aufzug, der dich direkt zu Escors Schloss bringt. Und von da kannst du nach Hause gehen. Nice. Ist das der Aufzug? Okay, ich, links 1, rechts 2, was? Ich geh einfach mal irgendwo hin. Schon da? Was bist du denn für einer? Ich bin der hitzköpfige Hitzkopf. Denk an meinen Namen. Okay. Hitzköpfige Hitzkopf. Was bist du denn, Windvogel? Ich liebe Hot Dogs. Hey, ist es nicht merkwürdig, auf dem Dach von dem Kerl Schnee liegen zu sehen? Wahrscheinlich ist er einfach zu faul, um es sauber zu machen. Das Schnee? Ich dachte, das wäre das Dach selbst, aber okay, das ist Schnee. Toastige Semmel. Okay. Hey Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Der kostet nur 30 Gold. Oh. Ich... 1000 habe ich gerade. Weil das dauert bestimmt sowieso, bis ich wieder zu Timmy zurückkomme. Von daher, ich glaube, ich hole mir mal die ein oder andere. Danke, Kumpel. Hier ein Hotdog für dich. Ja, Doc. Apostrophen-Doc. Kurz für Hotdog. Ich will aber einen Hund haben. Klar. Gib her, das Ding. Noch ein Hardog? Hier bitte. Ups, ich hab keine Hotdogs mehr. Hier, nimm stattdessen diese Hot Cat. The fuck? Hot Cat? Warum steht beim Hotdog ein Fragezeichen? Hotdog? Das Fleisch stammt von einer Wasserwurst. Ach, dieses komische Ding, ah ja. Und was ist mit der Katze? Wie ein Hotdog, aber mit kleinen Katzenohren am Ende. Ach so. Okay. Meine Wurst hat Katzenohren. Das hört sich gerade komisch an. Abendessen mit meiner Freundin. Es ist ein Bild von einer Catgirl-Figur neben einer Schüssel voll Instant-Nudeln. Cool Skeleton 95 postet, was? Papyrus? Posten wir heiße Bilder? Hier bin ich und mein Kumpel. Es ist ein Bild von Papyrus posierend vor einem Spiegel. Er trägt eine Sonnenbrille. Ein riesiger Bizeps wurde in das Bild eingefügt. Der Bizeps trägt auch eine Sonnenbrille. Ja, klar. Was bist du denn für ein Pyrope? Dieses bösartige Monster ist nie warm genug. Ist es hier kalt? Okay. Wow. Pyrope tut so, als wäre er eine Kerze. Ja, und was ist das da unten? Sind seine Schuhe oder imitierst du da eine Schere nach? Kühlen, einladen, erhitzen, kühlen? Du pusterst auf Pyrope, seine Flammen werden kleiner. Pyropes Angriff sinkt. Brr, was ist los? Ich muss da durch, ne? Ah, krieg ja voll den Schaden ab. Was? Tut so, als würde er den Feueralarm auslösen? Okay. Dann vielleicht, Einladen zu was? Du lädst Pyrope zum Obenhängen ein? Sorry, bin total verschnürt. Okay. Nein, nicht zur Bombe. Riecht, als würde eine Schnur brennen. Dann, anzünden. Du drehst den Thermostat auf. Pyrope ist begeistert. Heißer! Ja, aber warum? Wie komme ich hier an der Hauptbombe? Pyrope möchte mehr Hitze? Dann, kriegst du hier mehr Hitze? Komm, ich dreh dir die Birne so richtig heiß auf. Ja. Ja, direkt in die Bombe rein. Alter, ich muss mich gleich heilen. Der Raum ist drückend heiß. Oh, jetzt geht's. Weg mit dir. Ach Mensch, Elvis.
Lol, Q-Skeleton 95, das ist ein Witz, oder? Oh Mann, der einzige Witz hier ist, wie stark meine Muskeln sind. Schön. Wo geht's denn da hin? Moment, was? Napster Luke? Okay, hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Anfrage annehmen? Okay. Es scheint sich schon selbst abgelehnt zu haben. Okay. Eine Schürze liegt am Boden. Mitnehmen? Ach, warte mal, ich muss mich heilen. Verdammt. Geht ja sonst nicht. Dann esse ich mal den Catdog. Du isst den Hotdog? Du bist komplett geheilt. Super, und ich habe dabei offenbar einen Hund entspringen lassen. Yay. Was macht die Schürze? Halt die Schürze. Achso, ist eine Rüstung, okay. Halt eine HP pro Zug. Was habe ich denn gerade an? Warte mal, ist das schlechter als das, was ich anhab? Ach, Mensch, Mist. Wo ist denn das? Ach, ich muss es so anziehen erstmal. Ja, dann mache ich so. Und jetzt nochmal gucken. Nein. Das ist da, so meine ich. Ach so, okay. Jetzt ist das besser. Ja, dann nehme ich das halt so. Ich meine, ich habe die Unverwundbarkeit dann zwar etwas kürzer, aber naja, passt schon. Passt schon. Wird schon laufen. Hi. Ich bin's, Dr. Elvis. Dieses Rätsel hängt von deinem, Timing ab. Siehst du die Schalter dort drüben? Du musst sie alle drei innerhalb von 3 Sekunden aktivieren. Ich werde versuchen, dir mit dem Rhythmus zu helfen. Okay. Oh, Alter! Okay, jetzt drück den Rhythmus-Schalter. Hätte ich gern gemacht, wenn du mich gelassen hättest. Elvis. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Hey. Siehst so aus, als ob du nur 2 Schalter drücken musstest. Ja. Alter. Ich helfe nie wieder bei einem Rätsel. Wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Hey. Ich gehe ins Badezimmer, also werde ich erstmal nicht erreichbar sein. Ich bin mir sicher, du schaffst das Rätsel auch ohne mich. Hoffe ich mal, was? Okay. Nee, das funktioniert so nicht. So, aber, nein, auch wieder nicht. Verdammt. Nee, wenn ich jetzt wieder zurückgehe... Oh Mann. Dann gehe ich einfach mal nach unten. Ach verdammt, dann geht's auch wieder nach rechts. Ach, ich bin unfähig für Rätsel. Ach, Bonn, bin ich blöd. Gott, bin ich blöd. Mann, ey, die Lösung war direkt vor meiner Nase. OMG, wie kann man nur denken, Mew Mew 2 wäre besser als 1? Lol, das ist ein Witz, oder? Keine Ahnung, ich spiele das noch nicht. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Safe knacken, Safe hacken könnte und den Käse erhält, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Safe knacken? Hacken? Wieso hacken? Da ist ein Stück Käse in dem computergesteuerten Lasersafe. Ah ja, die Laser haben die Ecken des Käses geschmolzen. Er klebt am Teller fest. Wie kannst du... Was? Wie kannst du reingucken? Oh, Elvis. OMG. Sie ruinieren damit Mew Mews Charakterentwicklung. Okay. Schmeiß gleich mein Handy weg. Meine Mew Mew 2 Rezension.
Miu Miu, knuffig, süß. 2 ist weder knuffig noch süß. Es ist Müll. Nur Sterne. Schön. Hey, du. Stopp. Oh, die Wachen. Wir haben, also, einen Hinweis über einen Menschen, der ein gestreiftes Shirt trägt. Man erzählte uns, er würde nun durch Hotland laufen. Ich weiß, klingt schrecklich, oder? Nun, bleib ganz ruhig. Wir bringen dich dorthin, wo es sicher ist, okay? Hm? Was gibt es, Bruder? Das Shirt, sieh dir das Shirt an. Also, was ist damit? Bruder? Denkst du dasselbe, was ich denke? Verdammt, das ist, nun, wirklich blöd. Wir, naja, müssen dich jetzt total umbringen und so. Okay, schön. Jetzt greift mich die Königsgarde an. Mitglied der Königsgarde mit glänzender polierter Rüstung. Also Teamangriff, ja, Teamangriff, haut mal rein hier, ne? Oh. Okay, cool. Beobachtet seine Bewegung? Warum? Mit muffiger Rüstung? Warum hast du so eine Rüstung? Putzt du die nicht, oder was? Oh, ja, voll rein. Riecht wie ein Zoo im Krieg. Wir riechen einen Zoo im Krieg. Rüstung säubern? Du säuberst Königsgardenwache 2 Rüstung. Der kühlende Schmutz wird abwaschen. Wird abgewaschen. Oh, ich depp. Also du bist tot und so. Ich hab das jetzt nicht lesen können, was... Oh, ich werd... Geheilt? Nein. Halte das nicht aus. Rüstung zu heiß. Viel besser. Was ist mit der Wache da links los? Sieht aus, als würde ihn etwas beschäftigen. Okay. Vielleicht dem irgendwas flüstern? Du erzählst Königsgarde, dass du ehrlich mit seinen Gefühlen umgehen wirst. Ich... Okay. Kumpel? Ich kann nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Nicht so. Also, 02. Ich mag dich wirklich sehr, Bruder. Die Art, wie du kämpfst. Die Art, wie du redest. Ich liebe es, mit dir Teamangriffe zu machen. Ich liebe es, hier mit dir zu stehen und unsere Schwerter synchron zu schwingen. Ahem. 02. Ich will immer bei dir sein. Hm? Ich meine, Puh, Bruder, dieser Mensch hat mein Gehirn kontrolliert. Was habe ich gerade gesagt? Es ist alles so wirr. 01. Ja, Bruder? Möchtest du vielleicht ein Eis essen gehen? Nach all dem? Natürlich, Kumpel. 01 und 02 sehen einander sehr glücklich an. Bye. Okay. Och, Elfes. Ups, ich warte, wie sich der Mensch anstellen wird. Echt jetzt? Top 10, 10 Sendungen, die euch eure blöde Arbeit vergessen lassen. Gar keine Sendung, geil. Nicht schon wieder, nein, ne? Okay, ich bin zurück. Ein weiterer finsterer Raum, was? Keine Sorge. Überlass das nur mir, ich bekomme das schon hin. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ernsthaft jetzt?
NTT-Gegenstände haben Top-Bewertungen. Okay, schön. Oh ja. Guten Abend, Schätze und Schnucki. Hier ist Metaton, der live für euch aus dem NTT-News-Studio berichtet. Eine interessante Situation ergab sich in Ost-Hotland. Glücklicherweise ist unser Reporter für euch live vor Ort. Geschätzter Reporter, finde bitte etwas Berichtenswertes. Unsere 10 wundervollen Zuschauer warten auf dich. 10? Ich kann mit weniger bieten. Da, ich habe einen Basketball gefunden. Basketbälle sind eine Last, oder nicht, Schnucki? Zu schade, dass du nicht mit NTT diesen Bällen spielen kannst. Das sind NTT-Model-Basketbälle. Zum Anziehen, nicht zum Spielen. Du kannst nicht so reich und beliebt wie ich werden, ohne ein paar Bälle zu verschönern. Darüber berichten? Nee. Die sind zum Anziehen, ja okay, dann hat Dingsbums hier Papyrus wirklich einen Basketball an der Schulter gehabt. Was für eine sensationelle Möglichkeit für eine Reportage. Ich sehe schon die Überschrift. Ein Hund existiert irgendwo. Offen gesagt, ich bin überwältigt. Klar, why not? Tiere kommen anscheinend den Nachrichten irgendwie immer gut an oder so. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Aufgepasst, Zuschauer. Unser Reporter hat einen Hund gefunden. Stichwort Publikum. Oh. Das stimmt, Leute. Es ist die schönste Geschichte des Jahres. Schaut euch seine kleinen Ohren an, seine kleinen Pfoten, seinen fluffigen Schwanz. Moment mal. Das ist kein Schwanz. Das ist eine Zündschnur. Was? Also ist dieser Hund eine Bombe. Aber keine Sorge. Du hast noch nicht den Rest in diesem Raum gesehen. Noch nicht. Okay. Oh. Scheint, als wäre alles hier eine Bombe. Das Geschenk ist eine Bombe. Der Basketball ist eine Bombe. Und, oh, meine Wörter. Geschätzter Reporter, wenn du nicht alle Bomben entschärfen kannst, wird dich diese große Bombe in 2 Minuten in Fetzen reißen. Dann berichtest du nicht länger live. Wie fürchterlich, wie verstörend. Unsere neuen Zuschauer werden das mit Vergnügen anschauen. Viel Glück, Schnucki. 9? Keine Angst. Ich habe dir ein Bombenentschärfungsprogramm auf dein Handy geladen. Ja, was kann mein Handy denn jetzt nicht? Benutze die Entschärfungsfunktion, wenn die Bombe in der Entschärfenzone ist. Jetzt frisch an Werk. Okay, ich mach mich mal am Hund. Okay. Na komm. Ja, super. Und dann nicht mal hinbekommen. Okay, hab ich's? Nein. Yay! Entschärft. Gut. Klasse. Sieh dich weiter im Raum um. Nimm als nächstes die Bombe links unten. Links unten? Das ist, hey, da fliegt ein Glas. Links unten? Hier ist links unten, oder? Oh, Laser. Ah, super, Laser. Ich hab ein Buch gefunden. Entschärfe das Spiel. Ja, super. Nein. Warte mal, ich habe nur noch 60 Sekunden? Warum geht die Zeit... Alter, warum geht die Zeit so schnell runter? Alter, ich bin zu blöd zum Entschärfen. Wes, warum so schnell hintereinander? Okay, das war jetzt richtig blöd. 30 Sekunden nur noch. So viel dazu. Mann. Ich guck teilweise auf das da oben, ey. Geht doch. 16 Sekunden noch und ich hab... Oh, das wird nix. Da ist ein Buch. Jetzt soll ich ein Skript entschärfen, ja toll. Warum geht die Zeit jetzt so langsam runter? Oh.
Komm schon. Warum geht die Zeit jetzt so langsam runter? Na, warte mal, Ich kann, glaube ich, einfach nur dumm rumstehen. Kann das sein? Ist nicht dein Ernst hier. Was ist denn das? Zu dumm, Schnucki. Du hast es nicht geschafft, die Bomben innerhalb von 3 Minuten zu entschärfen? Wes, jetzt werde ich die große Bombe in Fetzen reißen. Bereit? Hier kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Tschüss, Schnucki. Na, wo ist denn der Böller? Ah. Sieht so aus, als würde die Bombe nicht hochgehen. Das ist, weil... Während du geredet hast, habe ich... Ich habe die... Oh nein, du hast die Bombe gehackt und entschärft. Ja, genau das. Verflucht! Scheint, als wären deine Pläne ein weiteres Mal veraltet worden. Verflucht seist du, Mensch, verflucht seist du, Dr. Elvis, weil du ihm geholfen hast. Aber ich verfluche nicht meine 8 wundervollen Zuschauer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Schnucki. Wow, das war vielleicht knapp, oder? Ein bisschen knapper, als es mir lieb war. Ich hätte dir bessere Anweisungen geben sollen. Und es war nicht genug Zeit. Nun, das ist Metatons Schuld, nicht meine. Ich darf jetzt nicht an mir zweifeln. Ich fühle mich endlich dazu in der Lage, dich souverän zu führen. Ich beschütze dich vor diesen fiesen alten Roboter, egal was kommt. Wenn ich müsste, würde ich sogar... schon gut. Wir haben die Hälfte des Weges zum Chor bereits geschafft. Los, weiter. Du kriegst es vielleicht langsam souverän hin, mich zu führen, aber ich kriege es nicht und niemals hin, mir irgendwie mein Geblubbere souverän von mir rauslaufen zu lassen. Selbst das, was ich jetzt gesagt habe, habe ich nicht mal richtig hinbekommen. Schöne Scheiße. Lauf hier gerade überhaupt richtig? Oh, nicht schon wieder. Ich habe bemerkt, dass du in letzter Zeit nachdenklich geworden bist. Hast du Angst davor, Esker zu treffen? Nun, keine Angst, okay? Der König ist ein sehr netter Kerl. Ich bin sicher, du kannst mit ihm reden. Und mit deiner menschlichen Seele kannst du die Barriere passieren. Also keine Angst, okay? Denk einfach nicht mehr daran und lächle. Okay. Ich lächle. Aber wenn du in mein Gesicht reingucken tust, dann passiert nur das. Nichts. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich gehe mal nach links 3. Wo genau bin ich jetzt? Eine Spinne? Willkommen in meiner Stube, Liebling. Interessiert an Spinnengebäck? Ach, warte mal, du bist die Köchin hier, diese da und da. Ach so, okay. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Dachte ich mir. Du bist die Chanti, die hier wohl die Spinnenbäckerei führt. Sieht aus wie eine Art Kraftarmband. Warte, es ist nur ein Croissant. Es ist ein Spinnendonut. Er sieht etwas gummiartig aus. Spinnenkuchenbasar. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Tja. Ich habe einen Donut gekauft. Ich wollte nicht, aber das Mädchen, selbst nachdem ich Nein sagte, starrte sie mich einfach so merkwürdig an und leckte über ihre Lippen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Und keine richtige Haltung. Ups, falsche Taste. Spinnendonut für 9.900 Watt. Nee. Spinnenmost für 9... Was?
Warum 9999? Sag mal, was bist du denn für eine Tante? Alter, voll die Wucherei hier. Elfes. Hi, Elfes hier. Dieser Raum ist genau wie der Raum, den wir vorher gesehen haben. Es gibt zwei Rätsel im Norden und im Süden. Um weiterzukommen, musst du beide lösen. Ebenfalls möchte ich dir sagen, ich mag es nicht, einfach so Rätsellösungen zu verraten. Falls du aber Hilfe brauchst, ruf mich einfach an, okay? Tatsächlich, warte, ich habe eine Idee. Lass uns auf Undernet befreundet sein. Dann kannst du mich einfach anstupsen, wenn du Hilfe brauchst. Warte, wir sind bereits Freunde, oder? Ich habe dich dort angemeldet, richtig? Du hast die ganze Zeit meine Posts gelesen. Nun, ich hoffe, du stimmst mir zu wegen Mew Mew Kitty 2. Ja, aber sicher doch. Ich habe absolut keine Ahnung von diesem Spiel, aber auf jeden Fall. Wo muss ich hin? Ich gehe einfach irgendwo hin. Bin ich hier richtig oder bin ich hier absolut falsch? Ich glaube, ich bin hier... Richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Stehen. Nein, das war laufen. Nein, was war das denn jetzt? Ach so, ach, ich muss... Ja, super. Ich muss entgegen des Bandes laufen, okay. Hey. Das, hat nichts mit helfen zu tun, aber... Hey, möchtest du mal eine Fernsehsendung zusammen angucken? Irgendwann? Sie heißt, Mew Mew Kissy Cutie? Klar, wenn du endlich aufhören tust, mich anzurufen. Wirklich? Sie ist richtig gut, meine Lieblingssendung. Es gibt ein menschliches Mädchen namens... Die haben Menschen nämlich... Ja, also ich... okay. Klar werde ich sie mögen. Mann, weißt du was Elfes kann? Die kann besser ununterbrochen wie ein Wasserfall innerhalb kürzester Zeit so dermaßen schnell reden, ohne dabei auch nur ansatzweise irgendwie einen Fehler dabei zu sagen, während ich das nicht mal ansatzweise hinkriegen tue, ohne mindestens meine halbe Zunge irgendwie verschlucken zu müssen. Wir sollten sie nach all dem hier anschauen. Klar, ich habe leider den Text nicht irgendwie richtig mitbekommen, aber klar. Ach so, ich habe jetzt noch einen Schuss. Oh. Oh. Ja, das ist, easy. Ging ja locker. So, jetzt muss ich... Darf ich dann wohl hier? Was ist das für eine Palme? Hallo, ich will... Du hältst an, um an den Blumen zu riechen. Mehr nicht. Wie, das war eine Blume? Das sieht doch eher wie aus wie ein Kaktus. Ja, meine Stadt eine Blume. Menno. Muss ich nach rechts oder muss ich nach... ich geh mal nach rechts. Okay, das ist die Tür. Da ist die Tür. Dann muss ich nach oben. Hm? Ach, wieder ein Flugzeug. Okay, wie mache ich das jetzt mit dem Vulkan und, ich flieg einfach mal eben mit dem Flugzeug wieder durch die Gegend, ne? Schön näher rankommen und so. Halt mich das? Nein. Natürlich nicht. Wäre ja auch schon zu schön gewesen. Jetzt schüttelt einen sonderbaren Blitzel. Okay. Weg mit dir. Nein, du sollst mir nicht helfen. Hau mir ab mit deiner Magma. Es versichert dir, dass die kleinen flachen Drehungen komplett gewollt sind. Schön. Sag's Vulcan, es leistet tolle Arbeit, ja.
Ja, gib dein Bestes, hau rein. Oh Mann, ich bin gleich tot. Kannst du? Ja. Oh hey, ich habe einen Gesundheitspunkt bekommen. Nice. Hat sich ja ein bisschen gelohnt, die Klamotte da mitzunehmen. So. Nee, das funktioniert schon mal jetzt so nicht irgendwie. Irgendwie mache ich hier gerade totalen Käse. Was mache ich hier? Früher oder später, da werde ich das Rätsel auf Zufall lösen. Ah, oh, Zufall lösen. Wie gesagt. Kaum will ich es erwähnen, tauchen plötzlich irgendwelche Typen auf, die sehr eigenartig aussehen. Seid ihr irgendwelche Dummies? Seht ihr aus wie die Aufkleber, die auf irgendwelchen Autounfall-Dummies-Dinger da drauf sind? Mein liebster Metaton-Moment? Immer wenn alles schlecht aussieht, bleibt er positiv. Zum Beispiel, wenn er in der Kochshow ist und die Eier nicht richtig rauskommen. Mein liebster Metaton-Moment? Ich lese Moment Englisch. wenn er die leicht flüssigen Bösewichte platt macht. Selbst wenn es während etwas, das eine Quizshow sein soll, passiert. Okay, cool. Das war keine Ahnung, von was ihr eigentlich da am Reden seid, aber cool. Ich bin, glaube ich, falsch. Menno! Kann ich hier nicht mal die... Ja, da ist die Musik ja wieder. Ah, speichern. Spinnennetze? Der Geruch von Spinnenweben erfüllt die Luft. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich entschlossen bin. Erfüllt bin von Entschlossenheit. Hast du gehört, was sie gerade gesagt haben? Mm-mm. Sie haben gesagt, ein Mensch mit einem gestreiften Shirt würde kommen. Ich hörte, dass sie Spinnen hassen. Ich hörte, sie lieben es, auf sie draufzutreten. Ich mag das nicht. Ich hörte, sie reißen ihnen gerne die Beine aus. Und ich hörte, dass Elvis mich wahrscheinlich gleich wieder anrufen wird. Ja, ich hörte. Hi. Sie sind außerordentlich geizig mit ihrem Geld. Ich weiß nicht, wie ich die Lache da machen soll. Du denkst, dein Geschmack ist zu kultiviert für unser Gebäck, nicht wahr? Diese Ansicht kann ich dir nicht durchgehen lassen. Ich denke, dein Geschmack ist genau, was die nächste Charge braucht. Muffet hält dich gefangen. Okay, hi Muffet. Was? Geld? Zappeln, bezahle 10 Gold? Was? Wenn sie dich in ihr Wohnzimmer einlädt, lehne denkend dankend ab. Schau nicht so traurig, mein Liebes. Mach ich aber, was? Ich denke, Lila steht dir besser. Ja, kann sein. Du bist in einem merkwürdigen lilafarbenen Netz gefangen. Nette Musik. Zappeln? Du strampelst, um aus dem Netz freizukommen. Muffet kichert amüsiert. Warum so blass? Du solltest stolz sein. Nee, bin ich nicht. Okay, das ist ja wie Frogger. Alle Spinnen klatschen zur Musik. Ich klatsch auch gleich mit. Wie gesagt, ins Gesicht, aber immer. Warum sollte ich dann 10 Gold zahlen? Ich zappel mal weiter. Ja, super. Jetzt lachst du laut und klatscht auch noch weiter rum, was?
Stolz, dass du einen leckeren Kuchen abgeben wirst? Nee. Muffet tanzt synchron mit den anderen Spinnen. Schön. Was passiert denn, wenn ich dein Geld zahle? Muffet verringert ihren Angriff für diese Runde. Ja, super. Dich gehen lassen? Sei nicht albern. Ja, toll. Was mache ich denn hier? Wie komme ich denn hier raus? Noch mehr Gold zahlen? Jetzt zahle ich 40, nicht mehr 10. Aber was habe ich denn vorher gezahlt? Ich habe keine Ahnung. Deine Seele wird jede Spinne sehr glücklich machen. Nee. Was sind das da für ein Ding? Muffet tanzt synchron immer noch mit den Spinnen. Super. Was? Als nächstes kommt hier Muffet? Muffet. Muffin? Noch mehr zahlen? Bist du bekloppt? Oh, wie unhöflich von mir. Ich hätte fast vergessen, dir mein Haustier vorzustellen. Es ist Fütterungszeit, nicht wahr? Viel Spaß, ihr beiden. Was? Was passiert hier? Was bist du denn für ein Ding? Was? Ja, ist klar. Von da unten auch noch. Wann hört das? Ah, okay. Wollte schon sagen, wann hört denn das endlich auf? Alter, 150. Kann ich nicht einfach hier irgendwie wegkommen? Ich möchte hier abhauen. Die Person, die uns vor dir gewarnt hat. Hat was? Nö. Uns wurde eine Menge Geld für deine Seele angeboten. Super, super. Und jetzt soll ich irgendwie mich freikaufen, oder was? Sie hatten so ein süßes Lächeln und... Ja, ich kann's immer noch nicht. Was ist das denn für ein Ding? Fliegt da ein Croissant? Aber hast du gerade ein Croissant an mir geworfen? Es ist komisch, aber ich schwöre, ich habe sie ihre Form ändern sehen. Was? Form ändern sehen? Was für eine Form? Wie, wen hast du getroffen? Oh, es ist Essenszeit, richtig? Und ich habe vergessen, mein Haustier zu füttern. Lass mich raten, der Dicke wieder, ne? Wie komme ich? Super, nein. Scheiße. Nein. Oh, ich glaube, ich sollte mich heilen. Muffet übergießt dich mit Spinnen. Schön, danke. Ich sollte mal irgendwas essen. Komm. Spinnen? Stimmt, ich habe ja das Ding auch noch irgendwie. Ich friss das einfach mal. Du isst den Spinnendonut. Danke. Aha. Wo hast du das her? Hast du es gestohlen? Oh, mein Haustier. Es ist Zeit, ihm zu zeigen, was mit ihm gemacht wird. Was? Hm? Ein Telegramm von den Spinnen in den Ruinen? Was? Sie sagen, dass sie dich gesehen haben und... Du hast geholfen, indem du für ihren Zweck gespendet hast? Oh nein. Das alles war ein großes Missverständnis. Ich dachte, du wärst jemand, der Spinnen hasst. Die Person, die nach der Seele gefragt hat... Sie muss eine andere Person in einem gestreiften Hemd gemeint haben. Entschuldige bitte all das. Ja, ich lache immer noch falsch. Ich mache es wieder gut. Du kannst hierher zurückkommen, wann immer du willst, ohne Gebühr. Ich wickle dich wieder ein und lass dich mit meinem Haustier spielen. Ich scherze nur. Ich werde dich verschonen. Okay, warte mal. Ich habe ja noch diesen Kuchen von Tori. Kann ich den auch noch für irgendwas verwenden? Ich behalte den einfach mal. Und das Frostteil auch? Ich behalte das Ding einfach mal. Super, ich habe kein Geld bekommen. Das hat Spaß gemacht. Man sieht sich, Liebling. Nein, hau bloß ab. Ach, ich kann normal hier laufen. Das ist gut. Aber da auch, okay.
Es ist ein Poster von Metatons kommenden Auftritt. Die tragische Geschichte zweier Liebender, die vom Schicksal getrennt werden. Scheint, als würde der Auftritt gleich beginnen. Ah, nee. Nee, der wird nicht gleich beginnen. Och, hey Maffe, du bist immer noch hier. Da bist du ja, Liebling. Du bist in meiner Stube, immer willkommen. Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Uiehehehe. Was ist das denn für ein Lachen gewesen? Ich gehe mal weiter. Ist das hier dein Wohnzimmer? Ziemlich spärlich eingerichtet, würde ich mal sagen. Ich gehe aber mal speichern, damit ich dich nicht weiter störe und das Video beende. Ja. Ich habe das Gefühl, beim nächsten Mal darf ich dann wieder mit Metatron irgendwas machen. Das nervt langsam. Naja, was soll's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.